Die vorerst gescheiterte Regierungsbildung in Italien hat auf den Finanzmärkten nur kurzzeitig für Entspannung gesorgt. Der italienische Leitindex drehte nach anfänglichen Kursgewinnen ins Minus. Auch der Euro gab seine Gewinne wieder ab. Ökonomen sagten, es gebe keinen Grund zur Entwarnung. Der Amtsantritt einer europakritischen Regierung sei lediglich aufgeschoben. Italien ist derzeit mit 2,3 Billionen Euro verschuldet, 132% des Bruttoinlandsprodukts. Dafür verantwortlich? Die 130% Schulden, die sie haben, haben das die Populisten gemacht? Wer hat das gemacht? Vorherige Regierungen. Und die vorherigen Regierungen, von wem wurden die eingesetzt? Von der Europäischen Zentralbank. Sie hat die letzten drei Regierungen eingesetzt, nicht gewählt vom italienischen Volk. In der diesjährigen Wahl hatte es einen klaren Rechtsruck in Italien gegeben, für die Wirtschafts- und Finanzwelt problematisch. Die Finanzmärkte haben eine große Bedeutung, besonders für ein Land, in dem die Staatsverschuldung so hoch ist. Wenn die Stimmen der italienischen Bevölkerung in eine Richtung gehen, die sich von der gewünschten Richtung der Märkte und europäischen Partner unterscheidet, dann gibt es natürlich ein Problem. Im Fall von Neuwahlen dürfte die rechtspopulistische Lega auf kräftige Stimmengewinne hoffen. Die Sorge an den Märkten geht also weiter.